on the show. Herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Ich bin's, euer Wu-Tal Matthew, und ich präsentiere euch die Overview von der Overview, der DVD-Overview. Ja, jetzt geht's weiter mit der DVDs. Ich muss sagen, 2022 sind so einige DVDs in meine Sammlung dazugekommen und die würde ich euch nochmal in einem separaten Video, also in diesem, jetzt präsentieren. Wenn ihr euch bis jetzt immer meine Updates-Videos angeguckt habt, macht aus. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr einfach doch drin bleibt. Ich muss sagen, es sind so einige Snappers, Jewel Cases dazu gekommen, ja, Steelbooks, ja, da ist so einiges kunterbuntes dabei. Diese DVDs sind ja jetzt nicht wie die Blu-ray sortiert, sondern die Blu-ray sind ja einfach so sortiert worden, wie ich sie gekauft habe. Die DVDs eben halt alphabetisch. Deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, um die wieder zu sortieren. Die erste Reihe, muss ich sagen, da ist eine kleine Kuriosität da drin, weil es ist ein Stapel, dann der zweite Stapel und beim zweiten Stapel fehlen einige Filme. Warum? Weil der nächste Film, der da regulär rein sollte, ist einfach ein dickes Ding und passt nicht mehr in den zweiten Stapel rein. Aber ich würde mal sagen, lang genug geschwafelt, wir fangen einfach an mit dem ersten Stapel. Ich hole mal die Filme raus. Das ist jetzt einfach. Los geht's, und zwar der erste Film ist ein Film mit Morgan Freeman und Ashley Judd. Denn zum Küssen sind sie da. Moment mal, ist der Wu-Tal doof? D als erstes? Ja, wenn man genau hinguckt, heißt der Film Punkt, Punkt, Punkt. Denn zum Küssen sind sie da. Und es ist ja Zahlen, Logos oder besser gesagt Symbole. Und dann kommt das Alphabet. Also ist das für mich erste Film 2022, den ich mir geholt habe. Einmal die Vorderseite und die Rückseite. Jetzt kommt ein Film, den die Frauen lieben, die Männer lieben den anderen Film. Und zwar, wir Männer lieben 28 Days Later und die Frauen lieben 28 Tage mit Sandra Bullock und Steve Buscemi. Einmal die Vorderseite und die Rückseite von dem Film. Muss ich sagen, ich habe ihn schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Als ich mir den gekauft habe, habe ich mir den angeguckt. Ich muss sagen, der hat mich doch gut unterhalten. Und ist für so verregnete, verschneite Sonntage immer gut. Aber der nächste Film, was soll ich dazu sagen? Wurde in Facebook immer erwähnt, positiv und negativ. Auf der Börse gesehen, nahm ich einfach mal mit, weil war für humanes Geld. Reingetan, rausgetan, weggetan, weil das ist einfach für mich ein Drecksfilm, ein Scheißfilm. Serbien-Film, genügend drüber gesprochen. Also ganz ehrlich, nein, den sollte man vergessen. Jetzt ein Film von James Cameron als nächstes, und zwar The Abyss. Ja, und James Cameron, also immer gut. Kann man sich immer gut geben, außer Avatar. Ja, und die Rückseite. Diesen Film habe ich mir auch auf der Börse gegönnt. Muss ich sagen, schöner Film, guter Film. Es ist kein Stehender Adler und es ist auch kein Top Gun. Es geht um Hubschrauber, jetzt müsste es Klick gemacht haben. Es ist ein Film mit Sean Young, Tommy Lee Jones und Nicolas Cage. Airborne, Flügel aus Stahl. Ist aber ein Bootleg, weil kurze Zeit später kam ein Mediabook und eine Blu-ray raus von diesem Film. Aber mir reicht es, er ist gut gemacht. Kann man sich jederzeit geben. Und die Rückseite für euch. Jetzt kommt das erste Snapper. Ein Snapper mit der Julia und den Denzel, also Julia Roberts und Denzel Washington. Die Akte auch auf der Börse gekauft. Ja, kann man sich angucken, aber ich muss sagen, sehr, 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 sehr langatmig und sehr, sehr ruhig. Es spielt auch noch Stanley die Tuki Tucci mit, aber das ist das Einzige, was ich noch dazu sagen kann. Der nächste Film ist ein zweiter Teil, ein Film über eine Riesenschlange. Nein, wir reden nicht über mein Lörres, sondern wir reden über eine Anaconda. Und zwar Anacondas, die Jagd nach der Blutorchidee. Muss ich sagen, der erste ist gut, den zweiten kann man sich geben. Also einmal die Vorseite und die Rückseite von dem Film Anacondas, die Jagd nach der Blutorchidee. So, Krupke, was hat euer Lehrling Wart am Freitag gesagt? Ihr sollt euch einen Film angucken. Ja, ich hoffe, du hast es, weil ich frage dich jetzt die Tage ab. Und zwar, es geht um den Film Bang, Boom, Bang, der Ruhrpott-Pulp-Fiction mit eben halt
Ralf Richter, Martin Semmelrogge, Markus Krüfke und Oliver Korytke. Til Schweiger in einer kleinen Rolle. Kultfilm. Einfach nur ein Kultfilm in einem wunderschönen Jewel Case. Aber die Vorderseite und die Rückseite. Und ja, Knöpfchen, ich habe den Film immer noch nicht gesehen. Wir können uns immer noch nicht drüber unterhalten. Ich weiß, ich bin schlecht. Ich setze mich in der stillen Ecke und heule und zehnmal Ave Maria auf. Und zwar, es geht um den Film The Batman. Einmal die Vorderseite. Ihr hört es noch. OVP. Und die Rückseite. Als nächstes sortiert ist eine Special Edition to this set. Über 3 Stunden Bonusmaterial. Kein Mann bleibt zurück. Ausgezeichnet mit 2 Oscars. Vom Produzenten waren Staatsfeind Nummer 1 und den Regisseur von Gladiator. Black Hawk Down. Ein Kriegsfilm. Momentan in unserer Situation, muss ich sagen, nicht der richtige Film, um sich anzugucken. Aber als ich den das erste Mal gesehen habe, Hammerfilm. Einfach nur ein Hammerfilm. Und das ist für euch die Rückseite. Jetzt kommt eben halt ein Film mit Harrison Ford. Und zwar die Originalversion des futuristischen Abenteuers. The Director's Cut. Blade Runner in einem Warner Brothers Snappercase. Ah, ist das schön. Diesen Film habe ich in einer normalen DVD-Hülle, in einem DVD-Steelbook und jetzt eben halt auch in ein Schnapper. So, dann tue ich mal den ersten Stapel wieder weg und hole den zweiten, den kleinen. Und zwar, da kam als nächstes Blood in, Blood Out dazu. Mein Tätowierer wird den Film feiern. Ich habe ihn bis heute noch nicht gesehen. Und für euch die Rückseite. Dann ein guter Johnny Depp Film mit der Penelope Cruz und eben halt unserer deutschen Franka Potente. Blow, es geht um den jüngsten Drogendealer der Welt. Guter Film, sehr guter Film. Und die Rückseite. Jetzt kommt eben halt ein Film mit Mark Wahlberg, Burt Reynolds, Julian Moore, Don Cheadle, Heather Graham, Philip Seymour Hoffman und William H. Macy. Es geht um einen Pornodarsteller in den Ende 70er Jahre namens Dirk Diggler. Und wegen diesem Dirk Diggler habe ich auch einen Zweitnamen. Jetzt rat mal wen. Ha, ist kein Witz. Boogie Nights. Wegen diesem Dirk Diggler ist mein Zweitname. Dirty Dirk. Einmal die Vorderseite und die Rückseite für euch. Jetzt ein etwas anderer Jennifer Lopez Film und ich muss sagen, ja, mir gefällt er. Und zwar The Boy Next Door. Es geht darum, sie ist eine Lehrerin, gegenüber wohnt ein älterer Herr, der seinen Enkel oder Großneffen hat, der ihn jetzt pflegt, weil er hat seine Familie verloren. Er pimpert eben halt die Jennifer Lopez und macht einen Psychoterror mit ihr. Guter Film, kann man sich geben. Es ist jetzt was anderes als hier Manhattan Queen und Manhattan Date und was weiß ich, ein Liebesgesütze mit Jennifer Lopez. Ein sehr gut ansehnlicher Film von ihr. Und einmal die Rückseite. Ein Jim Jarmusch Film. Jim Jarmusch Film. Mit eben halt Jeffrey White, Sharon Stone, Jessica Lange, Tilda Swinton, Juliette Delpy und Bill fucking Mary. Broken Flowers. Muss ich sagen, genauso wie Lost in Translation, ich fand den bei der Erstsichtung gut. Jetzt fand ich den irgendwie nicht meins. Und auch für euch nochmal die Rückseite. Jetzt Tom Hardys verrückteste, beste Rolle für mich. Bronson. Ja. Einfach nur krank der Film. Und jetzt ein Film, den hat mir meine Mutter zu Nikolaus geschenkt, weil die wollte mir einen Gutschein nicht kaufen von Saturn. Hat sie einfach in so einen Billigklamottenladen rumgestöbert, wusste, dass da Filme gibt. Hat einen einfach mitgenommen, weil 16. Hat da mir 20 Euro draufgeklebt. Und zwar der Film Bullethead mit eben halt Antonio Banderas, John Malkovich und Adrian Brody. Aber der Film ist Grütze. Und jetzt wieder ein Johnny Depp-Film in ein Jewel Case von Eurovideo. Ein kleiner Biss genügt. Schokolade. Und das waren die Filme des zweiten Stapels. Weil jetzt hole ich als nächstes das dicke Ding raus, was regulär im zweiten Stapel drin wäre, aber es nicht mehr reinpasst.
Und zwar, es ist die Christmas Edition mit so grandiosen Filmen wie Ebenezer Scrooge, Der Mann, der Weihnachten erfand, Elias, der Weihnachtself und Buddy, der Weihnachtsknecht. Nein, Spaß. Es sind eben halt Filme, die, hoch, ja, nett sind. Und zwar, es sind alles von der Red Edition Night of a Living Dead. Das Schwarz-Weiß, FSK 18. Guter Film, guter Film. Dann als nächstes ist da drin Zombie Dawn of the Dead in einer 116-minütigen Fassung. Dann kommt Zombie Dawn of the Dead, The Final Cut in einer 156-minütigen längeren Fassung. Ja. Und zum guten Schluss, es ist eben halt Day of the Dead mit einer Fassung von 102 Minuten. Hier muss ich sagen, heißt die ganze Reihe ja natürlich Christmas Edition, George A. Romero's Trilogy of Death. Und dann eben halt Night of the Living Dead, Day of the Living Dead und Zombie Dawn of the Dead. Da sind sie alle nochmal. Ich muss sagen, im P-Art hier im Wuppertal für kleines Geld geschossen. Eben halt auch noch mit zwei Hardboxen. Und ich finde die Edition gut. Und ja, ich habe jetzt Zombie Dawn of the Dead mehrfach, aber ich mag diese Edition. Und deswegen ist das dicke Ding nicht mehr in Platz 2 hier reingekommen. Also ihr seht ja, wie dick die Edition ist. Deswegen habe ich euch sie jetzt mal separat präsentiert und hole die nächsten Filme raus. Oh yeah. Und zwar ein Film SpielJK, ein Film mit Jason Statham und Amy Smart, Crank 2 High Voltage in einem DVD-Steelbook. Ja, schön, weil Teil 1 habe ich auch schon. Deswegen finde ich gut, dass ich die Reihe vollständig habe. Einmal die Vorderseite und die Rückseite. Jetzt als nächstes kommt ein Film namens Detroit Rock City mit Edward Furlong. Guter Film, guter Soundtrack, Kiss geht immer. Eine Besonderheit ist, ich habe diesen Film auch schon in meiner Sammlung gehabt. Da, wo ist er? Da ist er. Und zwar in den kanadischen Snapper. Jetzt habe ich ihn in deutscher Tonspur und einmal in Kanada. Kommen beide nebeneinander in meiner Sammlung. Ja, ja, ich bin bekloppt. Jetzt hole ich ihn mal wieder rein und hole mal eben wieder die Filme nach vorne. Und das war jetzt Detroit Rock City. Jetzt kommt das Original von 1900, schieß mich tot, 56 oder so müsste das gewesen sein. Das Ding aus einer anderen Zeit, was John Carpenter geremaked hat. Ja, habe ich mir hier in den Laden in der Marienstraße geholt für kleines Geld. Ich muss sagen, ich bin happy, dass ich diesen Film in der Sammlung habe. Jetzt ein Film mit Chris Rock, Alan Rickman, Jason Leigh, Summer Hayek, Linda Fortuno, Matt Damon, Ben Affleck. Hier die zwei Dudes davon, ach keine Ahnung, Kevin Smith und Scott Mosier, Dogma, ja, ja, ich habe den Film und Jörg, wenn du das Video siehst, Grüße gehen raus an dich, haben wir den früher nicht auch öfters gesehen oder gesuchtet? Ich glaube ja, aber die Vorderseite und die Rückseite für euch vom Film Dogma. Dann eben hat ein Film mit Dennis Quaid, Max von Sydow, Kate Capshaw und Christopher Plummer. Dreamscape, ja, schönes Jewelcase-Film, so lala, muss ich sagen, meins war es nicht. Oder ich sollte mal sagen, ich hatte wieder die falsche Person dabei. Und deswegen habe ich reingetan, rausgetan, weggetan. Einmal die Vorseite und die Rückseite von Dreamscape ab 16 Jahren in diesem wunderschönen Jewelcase. Jetzt der nächste Film, der war was für mich und den feiere ich. 1993 Gewinner, bester Hauptdarsteller. Ja, hat er auch wirklich verdient. Ein Film von Martin Best, oder Brest, besser, Der Duft der Frauen mit Al Pacino, der den Oscar bekommen hat. Ja, Leute, ich feiere diesen Film. Ich mag diesen Film. Al Pacino in einer grandiosen Rolle. Vergiss, da der Pate gespielt hat, da spielt er schon genial. Oder Scarface, da spielt er auch genial. Aber da, muss ich sagen, spielt er auch mal wieder eine andere Version eines Psychos. Ja, eines Psychos. Einmal die Vorderseite und die Rückseite vom Film Der Duft der Frauen. Das war der dritte Stapel. Und der vierte Stapel folgt sogleich.
Da ist auch wieder ein paar Snappers dabei und auch ein Jewel Case. Und zwar die gute alten Meg Ryan und Tom Hanks in E-Mail für dich. Da muss ich sagen, der Film ist okay, aber die beiden Darsteller hätten sie ändern müssen, weil Tom Hanks und Meg Ryan sind für mich eben halt Schlaflos in Seattle. Das wäre ja genauso, wenn sie einen Film gemacht hätten, WhatsApp für dich mit Meg Ryan und Billy Crystal, weil die haben ja den einen Film zusammengespielt und war ein grandioser Film. Das funktioniert nicht. Da hätte man eben halt hier Meg Ryan mit Sandra Bullock austauschen sollen und eben halt Tom Hanks mit Tommy Lee Jones von mir aus. Dann wäre er vielleicht besser geworden. Aber wenn man die zwei hier drin hat, denkt man immer direkt am Anfang an Schlaflos in Seattle. Aber ich habe den Film E-Mail für dich. Einmal die Rückseite für euch. Dann der Kultfilm einer ganzen Generation. Ein Film mit Dennis Hopper, Peter Fonda, Jack Nicholson und zwar Easy Rider. Ja, habe ich jetzt in meiner Sammlung. Haben mir auch das zweite Mal reingezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das erste Mal vor Jahren im Fernsehen, da war ich vielleicht so 16, 17. Und jetzt auch endlich auf DVD. Ist okay. Also, dass es jetzt ein Kultfilm für mich ist, muss ich sagen. Nein, die Musik ist grandios. Born to be wild. Die Bikes sind geil, aber Kult, nein, für mich nicht, muss ich sagen. Kann man sich angucken, aber ein Kultfilm sieht für mich anders aus. Dann ein Snapper, was mal eine Zeit lang nur für einen DVD-Player zum Verkauf mit dabei war. Und zwar ein Date zu dritt mit der Neve Campbell, Matthew Perry und Dylan McDermott. Ja, oder so ähnlich. Besonderheit, hinten steht drauf, keine Verkaufsversion, weil das eben halt so eine Disc war, die bei einem DVD-Player dabei war. Aber ich habe sie auch im Flohmarkt gekauft. Oh, was ich alles. Dann ein super Film nach dem Bestseller von Frederick Backmann. Ein Mann namens Ove wird hier jetzt neu verfilmt und zwar mit den Tom Hanks. Ich muss sagen, ob Tom Hanks diese Rolle spielen kann. Ja, Cinemario, ich habe dein Video gesehen, da hast du ja gesagt, dass Tom Hanks ja ein Charakterschauspieler ist. Stimmt, aber ich muss sagen, diese Darstellung von den Schauspieler hier in dem Film ist auch grandios, super gemacht, traurig, einfach nur ein genialer Film. Guck ihn dir mal an. Guck dir den Mann, einen Mann namens Ove an. Muss ich ganz ehrlich sagen, schau ihn dir an. Und dann kannst du auch dir den Film Ein Mann namens Otto angucken und dann siehst du, das ist 1:1 eine Kopie. Dann Richard Gere und Deborah Winger, ein Offizier und ein Gentleman. Ich bin eher ein Offizier anstatt ein Gentleman. Aber die Vorderseite und die Rückseite. Dann zwei weitere Komiker aus den 80er Jahren, die grandiose Filme gemacht haben. Ein Film von John Hughes, Steve Martin und John Candy. Ja, da muss ich sagen, Steve Martin ist jetzt nicht so mein Schauspieler. Da finde ich den Scheinheiligen am besten, aber John Candy geht immer. Ich sage auch nur Allein mit Onkel Buck oder in Kevin allein zu Hause oder eben halt Cool Running. Toller Schauspieler, leider viel zu früh verstorben. Und die Rückseite. Dann eben halt ein Film mit der Goldie Hawn und Mel Gibson, einem Vogel auf dem Drahtseil. Früher fand ich lustig, heute ist er, aber Geschmäcker ändern sich. Aber ich werde ihn mir immer mal wieder angucken. Dann habe ich mir den Film im P-Art auch gegönnt, und zwar einen Film mit dicken Hupen, Elvira's Haunted Hills. Also ihre Hügel möchte ich auch gerne mal jagen. Ja. Und eben halt die Rückseite. Wer meinen Kanal kennt, weiß, dass ich diesen Filmtitel feier, liebe, mag. Und ich habe ihn auch bei der letzten Börse, wo ich dabei war, auch bekommen. Und ich bin happy. Den habe ich mir auch dann zu Weihnachten mal reingezogen. Und zwar Der Engländer, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg herunterkam. Ein Film mit Hugh Grant, Tara Fitzgerald und Colm Meaney. Geiler Film. Richtig geiler Film. Man kann ihn sich geben. Einmal die Vorderseite. Und die Rückseite vom Film, Der Engländer, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg herunterkam. Sag das 10-mal hintereinander und ihr habt die Zunge verknotet. Jetzt kommt ein Liebesgesetz in einen Jewel Case, Der englische Patient mit eben halt Ralph Fiennes, Juliette Binoche, William Dafoe und Kirsten Scott Thomas. Habe ich nur mitgenommen, weil es ein Jewel Case war in der Bibliothek.
Und jetzt der Film mit Laura Linney, Tom Wilkins, Der Exorzismus der Emily Rose. Einer der schlechtesten Exorzismusfilme, weil im Endeffekt ist es ein Gerichtsfilm. Und ich mag Gerichtsfilme und da ist er schon schlecht. So, Und jetzt kommt der letzte Stapel. Ja, ja, meine Freunde, der letzte Stapel der ersten Reihe. Der Overview von der Overview, der DVD-Overview. Ein Stanley Kubrick Collection, ein Film mit, wie heißt er nochmal, Nicole Kidman und eben halt den guten alten Tom Cruise. Sidney Pollack spielt auch noch mit. Eyes Wide Shut. Joach. Ich wollte einfach mal die Stanley Kubrick Collection feuerlich machen, weil dazu sind ja Filme Shining, Full Metal Jacket, der hier und Lolita. Und ich habe sie so gesehen jetzt alle. Aber leider den als einziges in einer normalen Armari-Hülle. Die anderen im Snapper. Und jetzt sind mir zwei Filme runtergefallen und ich könnte kotzen gerade. Verdammt! Und dabei ist mir ein Snapper runtergefallen. Und zwar ein Snapper von einer meiner Lieblingsfilme. Und zwar Michael Douglas in Falling Down. Ja, grenzgenialer Scheiß der Film. Also ich feiere den FSK 16. Ich war 12 beim Kino drin. Ich glaube, früher war der auch ein bisschen runtergestuft, bevor er auf Video kam. Dann als nächstes Uncut, ein Film mit George Hilton, Edwick French und Susan Scott, Die Farben der Nacht. Ja, OVP, weil das war dieser börsengeschenkte Film. Kein Interesse bis jetzt, mir den anzugucken. Muss ich so sagen. Aber danke nochmal dafür, dass ihr Filme verschenkt. Dann auch im P-Art geholt, ein Jewel Case mit Billy Dee Williams, das war Lando Calrissian. Melanie Griffith und Tom Berenger, Fear City, das Buch einer Bestie. Viel nackte Haut, sehr dunkel gehalten, aber ich sag mal so, er hat guten 80er-Jahre-Charme und man kann den sich geben. Einmal die Vorderseite und die Rückseite. Jetzt ein Kinderkult-Klassiker, muss ich sagen. Wo der kleine Matty auch Niragara-Fälle hatte, als er den sich angeguckt hat. Ein Film von Steven Spielberg präsentiert. Feivel der Mauswanderer. Sagt niemals nie. Schöner Film. Richtig schöner Film. Kindheitserinnerung. Mir gefällt der Film. Jetzt der zweite Teil einer Filmreihe, wo ich sagen muss, der erste ist okay. Jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm, aber gut. Der zweite ist einfach nur so, da hat sich auch John Carpenter keinen Gefallen mitgetan. Und zwar ist es ein Film mit Kurt Russell. Flucht aus L.A. Die Klapperschlange ist zurück. Nein, danke. Hier spielt auch Steve Buscemi mit. Und für euch die Rückseite. Dann eben halt ein Tanzfilm. Nein, wir reden nicht über Dirty Dancing. Auch nicht über, hier, wer ist es nochmal? Ach, scheiß drauf. Ich weiß nicht, wie der andere Film mal. Es ist ein Film mit gutem Soundtrack. Nein, es ist immer noch nicht Dirty Dancing. Und den einen meine ich war Flashdance. So. Es ist ein Film mit dem Speck, mit dem Kevin, mit Chris Penn. Es ist Footloops. Footloops. Na. Mit so Musik auch von Bonnie Tyler. Ja, Bonnie Tyler. Holding Out for a Hero. Oh, schön. Aber wer hat das Titellied geschrieben vom Film Footloops? Es war ein Komponist, Sänger, der an den 80er Jahren nicht vorbeigehen konnte. Es war ein Komponist, der für Over the Top, für Top Gun auch Musik geschrieben hat. Schreibt es mir unten in den Kommentaren. Wie heißt der Sänger, Komponist dieses Hauptliedes von dem Film Footloops? Der auch in Over the Top und in Top Gun Musik gemacht hat. Bin mal gespannt, wer das weiß. Dann eben halt Boris Karloff ist Frankenstein. Im PA, sag ich schon, in Thalia mir gekauft. Und den nächsten Film habe ich am selben Tag mir gekauft, in den zweiten Laden in der Marienstraße. Es ist Frankensteins Braut. Boris Karloffs Frankensteins Braut. Und jetzt kommt eben halt Mike Epps und Ice Cube Friday After Next. Der dritte Teil der Friday-Serie. Der erste ist gut. Aber wenn man den ersten hat, muss man auch Teil 3 haben und auch Teil 2. Aber Teil 2 kommt erst später. Und das war eben halt eine DVD, die ich mir in der Videothek in Solingen gegönnt habe. Und jetzt kommt der letzte Film der ersten Reihe.
der DVD-Overview oder besser Overview von der Overview, der DVD-Overview in ein Lenticular Snapper Case, ungeschnittene Fassung. Ghost Ship. Ja, diesen Film habe ich jetzt auch dreimal. Einmal Blu-ray, einmal in einer ungeschnittenen Snapper Case Fassung mit Lenti und einmal eben halt in einer geschnittenen Snapper Case Fassung. Und für euch die Rückseite. Und das war der letzte Film der ersten Reihe. So, tue ich mal eben wieder zurück. Und ich wollte mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben, wenn nicht, ein Däumchen nach unten. Habt ihr euch einen Film dieses Jahr von der ersten Reihe gegönnt? Oder eben halt, habt ihr schon einen Film der ersten Reihe in eurer Sammlung? Wenn ja, schreibt es mir unten in den Kommentar. Und beantwortet doch mal meine Quizfrage. Wie heißt der Sänger-Komponist des Haupttitels von dem Film Footloops, der auch in Over the Top und eben halt in Top Gun Musik gemacht hat? Ich zitiere jetzt einen Film, um euch einen Tipp zu geben. Es ist eine Filmfigur, die immer stirbt, oder Serienfigur. Und da sagt einer immer, ihr Schweine, ihr habt Pie getötet. Jetzt müsst ihr es langsam Klick gemacht haben. Schreibt es mir unten in den Kommentar. Wie heißt der Sänger, Songwriter des Hauptliedes von dem Film Footloops? Und das war's. Ich würde mal sagen, macht nicht mehr so dolle. Bis demnächst. Und tschüss, euer Wutal.